Silvester Vorfreude Teil. Diesmal nur Knallartikel, wirklich reine Knallartikel, Böller. Böller. Fangen wir an mit den Pyro-Crackern. Vielleicht hilft mir hier mal der Kumpel. Einmal bitte auspacken, wenn es geht. Dann machen wir gleich den ersten. War ja gar Der war ja nichts. süß. Gleich den zweiten hinterher. Süß. Ja, Ach, der ist natürlich süß. süß. Sind vorne noch zugestopft, aber trotzdem können die nichts. Ja. Ja. Naja, naja. Dann die Harzer Knaller hatten wir schon mal in einem Silvester Vorfreude 3 gehabt. Aber die waren so gut, dass wir davon vielleicht nochmal zwei machen. Vielleicht leid mal der Egal. Pyro Freak 73. Genau. Ja, für Reiber einfach 1A und gleich noch einen zweiten. Ja, sehr schön. Machen wir gleich weiter mit dem Beko China Böller D, Riesen China Böller D. Ja, komm her. Doch, doch, doch. Sind okay, sage ich jetzt mal. Gleich den zweiten hinterher. Brauchen wir einmal das Feuerzeug, bitteschön. Danke. Oh. Warum waren wir gleich den dritten von? Die sind okay. Wir sind ja nicht so. Ja. Andere Seite. Oh, ja. Jetzt den letzten Artikel. Ich kann mir ganz alle auch helfen. Die Kubis aus letzten Jahr. In der 6er Packung vom Lidl waren sehr schlecht. Jetzt genau. Ein halbes Jahr gelagert. Waren sie sehr schlecht. Mal gucken. Ja, das war eine Nebelmaschine. Ja, mehr auch nicht. Die Kubis echt nicht ganz. Ja. Ja. Nix, aber machen schöne Wolken.